Ich hab miese Steps gehört. Ich bin aber dann hier gefunden. Lass mich in Ruhe. Nein. Oh mein Gott. Digga, was ist das für ein Versteck? Lass um eine 20er PSN-Card wetten, Lukas. Okay. Let's go. Um was zu wetten? Um eine 20er PSN-Card. Außerdem, meine Freunde, gibt es jetzt vor dem Video noch kurz was zu gewinnen. Und zwar verlose ich 50 von meinen Black One Haarwachs. Das Ding war ja wirklich direkt ausverkauft und einige haben wirklich kein Haarwachs bekommen. Deswegen dachte ich mir, wir haben jetzt noch 50 im Lager übrig. Die haben wir quasi so übrig gelassen, falls noch irgendwas sein sollte. Ich dachte mir, jetzt vor Weihnachten hauen wir die auch noch raus, aufgeregt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur der Black One Instagram-Seite folgen. Das ist alles, meine Freunde. Einfach nur der Seite folgen, aufgeregt noch das letzte Bild liken. Und dann werden wir einfach 50 von unseren Followern auswählen, die in der Story posten und dann werdet ihr quasi erfahren, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Macht auf jeden Fall alle mit, es lohnt sich, meine Freunde, und so bekommt ihr noch quasi als zusätzliches Weihnachtsgeschenk einmal von mir mein Haarwachs. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey und Leute, Cramix hier und heute gibt es mal wieder eine weitere Episode von Hide and Seek in Fortnite, meine Freunde, und heute mit dabei Kidmix. Hi, was geht, Bro? Okay, ja, was ist da gerade passiert? Nichts. Da noch Odoman Peach aus der Mitte natürlich. Abracadabra, Simsala, Schwanz. Okay. Ja, und dann ist da noch Rewife HD. Ja. Yeah. Okay, gut. Auf jeden Fall, meine Freunde, heute mal richtig krass, weil wir haben ja einfach gefühlt über den ganzen Tag, also es hat wirklich ewig gedauert, einfach das Haus von SpongeBob nachgebaut, einfach diese riesige Ananas, Leute. Und dafür verprügelt jetzt schon mal den Like-Button und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich denke mal, Hide and Seek, wisst ihr alle, wie es funktioniert. Auf jeden Fall checkt jetzt noch mein Haarwachs Black One aus, ist zwar gerade ausverkauft, aber kommt auch bald wieder raus. Ich denke mal, jeder, der es was bestellt hat, sollte jetzt sein Paket bekommen haben. Black One, ihr wisst Bescheid in der Videobeschreibung. Und übrigens benutzt auch noch mein Creator-Tag, iCrimex, OG, wenn ihr Skins und V-Bucks und so weiter, ihr wisst schon Bescheid, kaufen wollt. Deswegen checkt auf jeden Fall auch noch meinen Creator-Tag aus. Und in diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, ich schnapp mir jetzt hier mal die Sucherwaffe Hide and Seek. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie das Prinzip funktioniert. Ey, hast du mich verstanden? Weißt du, wie es funktioniert? Du bist trotzdem raus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, versteckt oder nicht, ich komme in eine Minute. Okay, sagen wir zwei Minuten. Okay, so, ich muss echt mal gucken. Es gibt so viele krasse Möglichkeiten, sich zu verstecken hier. Ey, Leute, diese Ananas, die sieht einfach von außen schon so krass aus und ohne Spaß, Leute, das hat so krank lang gedauert, das zu bauen. Werdet auch sehen, innen drin, diese Einrichtung ist auch wie bei SpongeBob geworden mit dem Wohnzimmer, der Küche, dem Schlafzimmer und überall gibt es halt eben krasse Verstecke. Das heißt, ich bin echt gespannt, ob ich überhaupt alle finden werde. Aber ich denke mal schon, die Paulberger werden wir auf jeden Fall schon finden. Ich bin der Hide-and-Seek-Meister. Nicht ohne Grund werde ich Hide-and-Seek-Meister genannt. Wer nennt dich denn so? Das Ding ist, Odoman hier ist Hide-and-Seek-Meister, Digga. Ich bin Hide-and-Seek-Meister. Ich bin Hide-and-Seek-Meister. Alle wissen, iCrimix ist Hide and Seek Meister. Digga, Müll bist du. Ich wollte gerade sagen. Oha, dich, Kidmave, dich finde ich als erstes. Meinst du? Dich finde ich als erstes. Ich nehme jetzt das Herz zu verstecken, weil es gibt. Ja, ja, du hast noch 30 Sekunden, ist mir dann auch egal, ob du versteckt bist. Ja, okay. Ja, Tama, die Zeit tickt. Okay, ich habe so einen Baba versteckt, Digga. Alter, ich bin echt gespannt, Leute. Oh shit. Weil es, ihr werdet es nicht sehen. Es ist wirklich ein krasses Haus geworden von allen möglichen Sachen her. Ihr werdet, ich denke mal, jeder hat SpongeBob mal geschaut, also ihr werdet das wieder erkennen. Aber gut, Leute, die Zeit ist abgelaufen. Seid ihr alle versteckt? Let's go. Ja. Okay, dann geht es jetzt ab in das SpongeBob-Haus, Leute, in die Ananas. Wir haben das Ganze natürlich hier einmal auf mega riesig gebaut. Und es ist einfach fett überdimensional. Weil SpongeBob ist gar nicht klein, er ist ein Das ist der Wecker. Let's go. Der Wecker von SpongeBob hat gerade geklingelt und ich weiß hier gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr kennt das vielleicht. Das hier ist dieser Sessel, auf dem er immer sitzt. Dann hier ist dieses Muscheltelefon. Hier diese Couch. Hier ist der Fernseher und das allein schon mal das Wohnzimmer. Und ich werde jetzt hier, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich mich vielleicht ein bisschen übernommen habe, weil Leute, es gibt noch zwei weitere Räume. Und nein, hier ist schon so viel zum Absuchen. Die allein in diesen Federn in dem Sessel könnten sich auf jeden Fall ziemlich viele verstecken. Oha, warte mal. Was ist denn das da oben? Boah, hier hätte sich jemand richtig krass verstecken können. Weil das Versteck kannte ich noch gar nicht. Aber ansonsten, ich glaube... Bin ich schon an jemandem vorbeigelaufen? Nö. Nee, aber ich habe übel laute Steps gehört. Ich auch. Ich nicht. Okay, ich glaube aber, die Steps sind ehrlich gesagt hier überall ziemlich laut. Dann können wir... Oh, ich habe gerade übelste Steps bei mir in der Nähe gehört. Hallo? Okay, irgendwie ist hier ein Baufeld. Man kommt hier gar nicht rein in dieses Muschelmikrofon. Das heißt, ich denke mal nicht, dass hier ein anderer Spieler drin sein wird. Boah, hier ist alles sogar verspiegelt. Hier ist ja richtig viel Dreck unter der Couch. Muss SpongeBob mal wieder sauber machen. Ey, Max, sei mal leise. Ich habe miese Steps gehört.
Ich komme. Boah, Leute, wir sind in der Küche gelandet. Die muss ich euch natürlich auch erstmal zeigen. Das hier ist die Küche. Und hier ist natürlich dieser riesige Kühlschrank von SpongeBob. Und hier ist oben ist diese Arbeitsplatte, wo man ihr, wo ihr irgendwie anscheinend gerade Salat oder so geschnitten wird. Oh. Ey. Ey. Ey, 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 ich hab die Trompete gehört. Ja, ja, erzähl mir. Hey, man hört das, Digga. Egal, ich sag nichts. Die Steps sind alle so laut. Ich hab Angst, dass ich irgendwas übersehe und, ey, ich höre schon wieder so rumsteppen. Hört mal auf mit euren Steps, Mann! Junge, bist du dumm? Was? Bist du dumm? Hey, Max? Was? Was geht? Wie, was geht? Nix. Bin ich an dir vorbeigelaufen? Nee, Digga, du bist gegen mich gelaufen und läufst weiter. Was? Alle im Stream aufs Kissen. Nein! Oh mein Gott! Digga, was ist das für ein Versteck? Hä? Wo bist Alter. Du? Du bist eigentlich gesprungen gegen mich und läufst weiter. Ich dachte, ey, so, aber man sieht es ja nicht wirklich, wenn man hier so drin chillt. Aber einen haben wir schon mal gefunden, da hat sich der Wife in den Salatresten von SpongeBob versteckt. Okay, hier oben könnte im Prinzip auch noch einer sein. Also hier bei diesem Salatblätter muss ich jetzt echt genauer schauen. Nicht, dass hier nochmal jemanden übersehe. Junge, willst du mich auch noch finden, oder? Ja, Bruder, normal, das Haus ist groß. Dann ansonsten würde ich sagen, wir schauen mal hier in den Kühlschrank rein, meine Freunde. Hier ist auch ein Loch im Kühlschrank drin. Boah, sind diese ganzen Elektronik-Sachen drin. Wer kennt's nicht? Im Kühlschrank ganz viele Elektronik-Sachen. Ja, nein, das ist ja hier quasi das Innere vom Kühlschrank. Also ach nicht, so. Nicht die Lebensmittel darin, sondern... Ja, Mann. Ah, wen haben wir denn hier gefunden? Lass mich in Ruhe. Still bleiben. Oh, Alter. Shit. Der hier, wo war der? Im Kühlschrank drin, hinter diesen Kühlaggregaten oder so. Ah, shit, ich dachte, du guckst doch nicht hin. Dann haben wir jetzt schon zwei gefunden. Läuft doch ganz gut, Leute. Aber wo ist der kleine Bastard? Aber wo ist der Odoman? Odoman, dich werde ich auch noch finden. Ja, musst denn, du ja. Meine Freunde, jetzt geht es in das Schlafzimmer von SpongeBob. Okay, also auf dem Bett und so war er auch nicht. Ich werde mal in das Bett reinschauen. Jetzt auch noch gerade alles so dunkel hier geworden. Wir werden mal schauen, ob sich hier... der Odoman Pico versteckt. Okay, ich werde mal weiterschauen. Boah, Leute, dieser legendäre, fette Wecker von Spongy ist natürlich auch hier. Danke an Odoman, dass er den gebaut hat. Danke an Odoman. So. Oh, der Wecker hat wieder geklingelt. Oh, okay, Leute, hier können wir sogar auch noch in diesen Wecker reingehen. Das ist richtig krass, wie viel Verstecke einfach hier in den Möbeln drin sind. Boah, das hier ist auch ein krasses Versteck in dem Wecker, aber hier ist er auch nicht. Und soll ich dir einen Tipp geben, nein, mein Lieber? Nein, warte. Ich will noch mal unten kurz am Fernsehen schauen, weil das ist doch wirklich das Einzige, wo ich jetzt nicht geschaut habe. Okay, kannst du mir einen Tipp geben? Ich bin im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer? Hä, und dann muss ich doch aber irgendwie an dir vorbeigelaufen sein. Kann sein. Okay. Kann richtig gut sein. Okay, soll ich dir noch einen genaueren Tipp geben? Ja. Ich bin im Bett irgendwo. Oder am Bett. Oder im Bett. Auf dem Bett. Ah! Und erstmal daneben, gell. Ey, aber weißt du, ich hab dich gerade nur aus einem Winkel gesehen. Und zwar, als ich jetzt hier reingelaufen bin, habe ich hier ganz kurz so was Leuchtendes, Rosanes gesehen. So, meine Freunde, das war auf jeden Fall schon mal eine nice Runde. Wir haben alle gefunden, auch mit ein bisschen Hilfe von Odoman. Der hat ein echt gutes Versteck gehabt. Ich würde sagen, wir machen eine zweite Runde. Wie immer werde ich mich jetzt verstecken und Wife wird jetzt suchen. Ja, yep. Ich würde sagen, ihr habt jetzt wieder genau eine Minute Zeit, euch zu verstecken. Ihr hattet zwei Minuten jetzt Zeit. Jetzt nur eine und jetzt rein mit euch. Wife HD. Ey, geh weg, geh woanders hin. Oder nein, komm zu mir, alles gut, kannst auch zu mir. Nee, ich geh woanders hin. Okay. Das ist echt heftig. 3000 IQ versteckt, Leute. Also ich sag, Wife, mich wirst du so schnell nicht finden. Naja, mein Lieber, das sehen wir gleich. So, ihr habt noch genau 15 Sekunden und dann komm ich. Lass um eine 20er PSN-Card wetten, Lukas. Okay. Let's go. Um was? Was willst du wetten? Um eine 20er PSN-Card. Dass ich die nicht finde. Dass du mich nicht findest, ja. Das Ding ist, was will ich mit einer PSN-Card, Digga? Dann führt dich eine Paysafe-Card im. Die Ehre, Digga. Scheiß PC-Spieler. Ja, let's go, okay. Okay. Oh, ihr habt's Geräusch gehört. Alle ready? Let's go. Und sagen wir, oder lass ein bisschen mit Zeit, Mann. Du hast 5 Minuten Zeit, mich zu finden, okay? 20 Euro, Digga. Egal, komm, machen wir. Auf die Map. Und dann wird erstmal gesucht. Das Ding ist, ich habe mir eben so ein paar Sachen überlegt, wo ich mich selber verstecken hätte können. Und da gehe ich jetzt erstmal gucken. Und zwar einmal im Sessel hier unten. Ich hoffe, Digga, ich finde Max einfach instant. Das wäre so gut. Das wäre auf jeden Fall Blamage. Aber im Sessel selber, das soll nicht irgendwie die Federn oder Lukas, so sein. Da musst du früher aufstehen, um mich zu finden. Mein Lieber, push mal nicht so. Okay, also hier unten ist schon mal alles clean, hier ist schon mal niemand.
So, wer ist denn hier? Warte mal. Man durfte sich ja nicht bauen, ne? Nee. Nein, doch. Bruder, wen willst du verarschen? Er findet mich direkt. Lava, noch keine. Er findet mich unspaßig. 20er PSC. Ist da. Ey. Hä? Digga, ich lauf hier rein und überleg so und guck so auf einmal. Hey, warte mal, da könnte man noch rein. Ich baue mich um. Alter. Dass er das direkt findet, ne? Ich dachte, das ist so unscheinbar. Max. Alter. Digga, 5000 IQ. Max, komm zu mir. Ja, Mann. Let's go. Fuck, Leute. Digga. Ja, das ist nicht schlecht hier. Warte mal, das hast du eben nicht gesehen, oder? Entweder das hier. Weil oder? Du warst exakt im selben Versteck, wo ich war. Laber nicht. Genau am selben Baum. LOL, Digga. Okay, Odoman wurde anscheinend auch gefunden. Das heißt, es ist eigentlich nur noch Kidmap übrig. Ja, Digga, Meister auf einen Sieg. Aber mir wurde schon mal gesagt, auf jeden Fall komm mal ins Schlafzimmer. Okay, da oben sehen wir schon mal das Max. Bin ich, ja. So, würde ich mal sagen. Gehen wir einmal ums Bett rum. Oh mein Gott, Digga, was ist hier unterm Bett? Könnte man sich auch cool verstecken, auf jeden Fall. Bin warte ich mal, gespannt, wenn Max schon sagt, er läuft mit. Da kann gut sein, dass hier irgendwer ist. Nein, also ich habe wirklich keine Ahnung, wo er gerade ist. Ich glaube nicht hier, weil das ist leicht zu finden eigentlich. Digga, er weiß safe, wo der ist, natürlich. Jetzt ohne Spaß, ich weiß es nicht. Du warst doch eben bei dem. Ja, ah, aber er ist da woanders hin. Ah, warte mal, hier ist eine Treppe. Bumm! Ah! Ey, genau da war vorhin Odoman gewesen. Let's go! Doch, ohne Spaß. Aber okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, das soll es von Hide and Seek, Suchen und Verstecken in Spongebob zu Hause gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, dann verprügelt doch einfach mal den Like-Button, dann kann ich irgendwie noch mehr von solchen Sachen nachbauen. Zum Beispiel irgendwie mal die große Krabbe oder Tadeus Haus oder irgendwelche Okay, Wecker. Oder irgendwelche anderen Disney-Comic-Sachen, ihr wisst schon Bescheid, Leute. Deswegen verbrüht den Like-Button, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, checkt Jungs aus und dann würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, und gönnt euch Black One. Ciao.